Hallo, mein Name ist Marius Ritschtig, ich bin 30 Jahre alt und ich arbeite in München bei der BMW Group im Bereich Innovation und Digitalisierung und beschäftige mich hier mit Robotik-Innovationen. Ich denke, ich habe schon immer eigentlich irgendwie ein Händchen für Basteln und Technik gehabt. Und es war lange gar nicht unbedingt klar, dass ich Maschinenbauer werden möchte, aber letztendlich durch eine Prägung aus dem elterlichen Hause mit Mathematik, Maschinenbau, viel Basteln und Spielen, ist es dann was Handfestes geworden wie Ingenieurswissenschaften. Ich habe an der RWTH Aachen studiert, sowie in Frankreich an der École Centrale in Nantes. Dort habe ich ein Doppelmasterprogramm gemacht mit einem etwas breiter aufgestellten Studium. In Aachen habe ich Maschinenbau studiert und später mich auf Produktionstechnik vertieft, weil mich an der Produktionstechnik vor allem die Herausforderungen fasziniert haben, die sehr, sehr, sehr breit sind, wo man mit vielen Dingen Kontakt hat und ich mich eben nicht in einer Tiefe so stark festlege auf eine Technologie. Das Studium war nicht einfach. Also in Aachen ist es schon eine Adresse, wo man auch ganz schön buckeln muss. Aber so lernt man sich selber auch gut kennen und daran wächst man letztendlich auch. Der Übergang in den Beruf war in meinem Fall recht smooth eigentlich, dadurch, dass ich meine Masterarbeit bei BMW auch schon geschrieben habe und eigentlich mit einer Woche Pause und Urlaub dazwischen direkt in die Festanstellung übergehen konnte. Ich bin eingestellt als Spezialist für Innovationsprojekte. Das bedeutet bei BMW, dass ich mich mit relativ flexibel und frei mit sehr vielen neuen Technologien beschäftigen darf und meine Aufgabe darin besteht, diese Technologien reif zu machen für das Produktionssystem der BMW Group. Ich darf mich heute bei der BMW Group damit beschäftigen, innovative Lösungen für Automatisierung und Robotik in die Produktion zu integrieren. Wie zum Beispiel mit diesem Roboter von Universal Robots, den wir einsetzen im unmittelbaren Umfeld mit Menschen, in der Montage zum Beispiel, wo wir klassischerweise nicht so viel Automatisierung antreffen wie in anderen Bereichen der Produktion. Das kann so aussehen, dass wir zum Beispiel einen Roboter versuchen, intuitiv steuerbar zu machen, sodass er mit dem Menschen auch auf eine flexible Art und Weise interagieren kann und nicht statisch immer nur das Gleiche ausführt, sondern in der Lage ist, auf den Menschen Rücksicht zu nehmen in seiner Tätigkeit und damit eben den Menschen genau dort zu entlasten, wo es ergonomisch und effizient am besten ist. Aber gleichzeitig den Menschen auch nicht einzuschränken in seiner eigenen sehr flexiblen und anpassungsfähigen Art und Weise. Die Arbeit macht sehr viel Spaß, weil wir eigentlich keine Arbeit haben, die so sehr von Routine geprägt ist. Wir befinden uns hier momentan in unserem sogenannten Innovationslabor, wo wir ausprobieren können, wo wir Aufbauten machen, die vielleicht nur für ein halbes Jahr, vielleicht für ein paar Monate oder auch länger hier stehen, an denen wir programmieren, an denen wir erproben, testen, wo Dinge auch mal schief gehen können, bis wir dann eine Reife erreichen, die wir dann in die Produktion integrieren können. Und damit haben wir so etwas wie eine Spielewiese, also was, glaube ich, für jeden Ingenieur irgendwo ganz interessant ist und das Herz höher schlagen lässt, wo man auch mal was eben testen kann, auch mal einer verrückten Idee nachgehen kann und zu gucken, funktioniert das? Kann man das auch in die Produktion integrieren? Wir haben unmittelbar nebenan einen Bereich, der der Produktion nahe nachempfunden ist, an dem wir das Ganze auch testen können. Also sprichwörtlich diesen Roboter einfach so rüberschieben in die nächste Halle und das Ganze mal direkt im Prozess ausprobieren.